Vor vielen tausend Jahren schuf der Gott Aion Atreia. Es war ein Planet voller Leben und bunter Pracht, soweit das Auge reichte. Der glorreiche Turm der Ewigkeit bot alles, was man für ein glückliches und sorgenloses Leben brauchte. Dies sollte jedoch nicht ewig währen. Die Draken waren furchteinflößende Kreaturen. Ihr Hunger nach Krieg und Macht war unersättlich. Aion schuf diese imposanten Wesen, um über Atreia zu wachen. Er konnte nicht ahnen, wie sie sich entwickeln würden. Aus den Draken wurden die Balaur, eine neue Spezies, welche die Herrschaft über Atreia anstrebte und über den Turm der Ewigkeit. Aion setzte den finsteren Balaur Menschen entgegen, denen er göttliche Kräfte verlieh. Diese himmlischen Wesen nannte man Deva. Nach Jahren voller zermürbender Kämpfe strebten beide Seiten einen Waffenstillstand an. Doch dabei ereignete sich das Unfassliche, die Tragödie, die Atreia für alle Zeiten verändern sollte. Atreia ist nunmehr in zwei Hälften gespalten, Elysea und Asmodee. Das Licht eines nahen Sterns spendet Elysea strahlende Energie, sodass die Elios gedeihen können. Die Asmodier, die auf der oberen Hälfte des Planeten leben, müssen sich an eine gnadenlose Welt in endloser Dunkelheit gewöhnen. Zwischen den geteilten Völkern und den schrecklichen Balaur entbrennt ein erbarmungsloser Kampf um das Schicksal Atreias. Aion, auf welcher Seite steht ihr?